Matthias, du hast den Wunsch geäußert, mit Eva in den Ehestand zu treten. Versprichst du, vor Gott und der Gemeinde sie zu lieben, für sie zu sorgen, sie zu ehren, ihr die Treue zu bewahren, mit ihren guten wie in schlechten Tagen Freude und Leid zu teilen, mit ihr und für sie zu beten? Ja, mit Gottes Hilfe. Eva, du hast auch den Wunsch geäußert, mit Matthias in den Ehestand zu treten. Versprichst du, vor Gott und der Gemeinde ihn zu lieben, für ihn zu sorgen, ihm untertan zu sein, ihm die Treue zu bewahren, mit ihm in guten wie in schlechten Tagen Freude und Leid zu teilen, mit ihm und für ihn zu beten und das so lange, bis der Tod euch scheidet? Ja, mit Gottes Hilfe. Vertraut ewig auf den Herrn. Wieso? Denn in Jahwe, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeit. Gott bestätigt euer Ja, und so seid ihr nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Amen.